Moin, moin, ihr Leseratten. Heute möchte ich euch die Neuzugänge aus dem Oktober und November 2016 zeigen. Alles, was hier bei mir eingezogen ist. Neulich habe ich ja gerade erst ein Neuzugänge-Video gedreht, um euch auf den neuesten Stand zu bringen, was alles im Mai bis September bei mir eingetroffen ist. Das waren ja immer ganz, ganz moderate 2 bis 3 oder vielleicht nur ein Neuzugang im Monat. Das war auch ganz gewollt so, weil ich ja mein Sub ganz langsam, aber stetig abbauen möchte. Jetzt ist der Oktober dazwischen gekommen. Der Oktober hat alles zunichte gemacht. Das habe ich ja im Lesemonat schon erzählt. Ja, es ist, wie es ist. Ich wurde viel und reichlich beschenkt an meinem Geburtstag im Oktober und ich habe einfach viele Freunde, die auch Buchhändlerinnen sind und oder auch Leseratten und die einfach gerne Bücher schenken. Und da habe ich mich natürlich super drüber gefreut. Aber somit ist mein ganzer Erfolg, den Sub abzubauen, leider wieder zunichte gemacht, obwohl ich mein Ziel auf 10 runterzukommen nicht mehr schaffen werde, habe ich trotzdem schon einiges gelesen, was ich jetzt hier euch gleich zeige. Deswegen, vielleicht schaffe ich es ja immerhin wieder, ja, so richtig Richtung 20 zu kommen. Ich bin jetzt halt vom letzten Monat, da hatte ich, glaube ich, 24 und jetzt 37. Also vielleicht schaffe ich es ja auf jeden Fall wieder unter die 30 zu kommen und vielleicht sogar in Richtung 20. Das wäre mein Wunsch, weil ich möchte es auf jeden Fall schaffen und ich werde es auch schaffen. Das habe ich im Lesemonat schon gesagt, weil ich bin auf jeden Fall motiviert, das zu schaffen und ich möchte das einmal auf null runter haben und dann gucken, ob man das ja, durchziehen kann. So, jetzt soll es aber um die Neuzugänge gehen. Im Oktober waren es 13 Stück und im November waren es 2. Die habe ich jetzt einfach mal dazu geholt, auch wenn es jetzt noch nicht ganz Ende des Monats ist, November, da wird nichts mehr dazukommen und deswegen mache ich das, drehe ich das jetzt beides ab und ich werde jetzt so vorgehen, ich werde euch jetzt erstmal die Neuzugänge aus dem Oktober zeigen und zwar erstmal die Geburtstagsneuzugänge. Ja, und zwar zunächst von einer lieben Freundin, eine Buchhändlerin, wie ich schon sagte, die liebe Svenja hat mir Stephen King Shining geschenkt. Alle Bücher, die ich bekommen habe, standen auch auf meiner Wunschliste. Ich habe Wunschlisten dann halt so rumgeschickt und ja, da standen ganz, ganz viele drauf, dass so, dass es trotzdem eine Überraschung für mich war, was ich denn bekomme. Ja, von King muss ich ja noch einiges nachholen und ich dachte, ich fange mal mit einem seiner Klassiker an, The Shining, das halt in einem Hotel in den Bergen von Colorado spielt, wo dann eine, ich glaube, eine dreiköpfige Familie dorthin zieht, um als Hausmeister zu fungieren, beziehungsweise der Vater. Und da passiert natürlich einiges Gruseliges. Den Film habe ich bereits gesehen, aber es ist schon wieder lange, lange her und ich wurde auch nicht gewarnt, sondern mir wurde halt erzählt, ich glaube, das war die liebe Caro von Caros Bücher, dass das Buch auf jeden Fall noch einiges anderes zu bieten hat als der Film und ich freue mich richtig, richtig dolle, mein King-Wissen zu erweitern. Als nächstes ein Buch, was ich euch jetzt schon ziemlich oft in die Kamera gehalten habe, aber auch das habe ich zum Geburtstag bekommen und zwar von meinen Kollegen auf der Arbeit. Da durfte ich mir auch was wünschen und zwar Dracula von Bram Stoker in der Anaconda-Ausgabe. Dieses Buch habe ich bereits gelesen im Oktober mit einer lieben Abonnentin zusammen und das hat mir bis auf ein paar Kritikpunkte auch wirklich gut gefallen. Was mir gut gefallen hat und was mir nicht so gut gefallen hat, das könnt ihr im Lesemonat näher erfahren. Das nächste Buch ist ein Kinderbuch und auch das habe ich euch im Lesemonat gezeigt. Sie sind ein schlechter Mensch, Mr. Gum von Andy Stanton. Das habe ich von meinem Bruder geschenkt bekommen und dieses Buch hatte ich bereits schon mal gelesen, hatte es aber nicht in meinem eigenen Besitz. Die Folgebände 2, 3 und 4 habe ich hier stehen, deswegen musste der Band 1, der sowieso am besten ist, auch auf jeden Fall in meine Sammlung einziehen. Und als ich es hier hatte, musste ich es dann einfach nochmal durchlesen. Das ist wirklich sehr, sehr wenig bedruckt und mit einigen sehr skurrilen Zeichnungen. Ja, im Lesemonat habe ich auch erzählt, worum es geht. Im Grunde geht es halt um Mr. Gum, der ein schlechter Mensch ist. Er mag alles Dreckige, Eklige, Ungehobelte und hasst alles Liebe, Süße und Schöne.
Und aber es geht halt um seinen Garten, der der schönste aus der Stadt ist, weil in seiner Badewanne eine Fee wohnt, die darauf achtet, dass der Garten immer schön ist, sonst haut sie ihm mit der Bratpfanne auf den Kopf. Ja, und so skurril geht das hier in diesem Buch auf jeden Fall auch weiter. Wenn ihr mehr wissen möchtet, dann schaltet gerne in den Lesemonat. Und wieder ein Klassiker. Das Ganze ist ziemlich klassikerlastig in letzter Zeit, weil ich im Moment total Bock habe, da meine Lücken zu füllen. Und das stand nicht auf meiner Wunschliste, hatte ich aber doch vor zu lesen, denn ich habe letztens, wenn ihr mich ein bisschen verfolgt habt, habt ihr es schon gesehen, nämlich meinen ersten Jane Austen gelesen, und zwar Emma. Und da war ich überrascht, dass es gar nicht so kitschig und klischeehaft ist, sondern mit sehr, sehr viel Ironie geschrieben ist und die Figuren sehr, sehr stark ausgearbeitet worden sind. Das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, mit Anfangsschwierigkeiten, muss ich dazu sagen, mich da hineinzufinden. Und so hat mir eine Freundin, die liebe Anne, das nächste Buch geschenkt von Jane Austen, und zwar das bekannteste von ihr, und zwar Stolz und Vorurteil. Das ist auch ihr Lieblingsbuch von meiner Freundin, und sie meint, das muss ich unbedingt lesen, und das finden ja so viele toll. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich das zu kitschig finden werde, dass hier die Liebesgeschichte stark im Vordergrund steht. Aber vielleicht, wenn Jane Austens Schreibstil immer noch oder wieder so ist wie in Emma, dann habe ich Hoffnung. Und auch den Film möchte ich mir dann dazu mal angucken. Ja, da werden wir dann sehen, wie das umgesetzt ist. Bin gespannt. Wieder ein Klassiker von einer lieben Kollegin und Freundin, der lieben Britta. Und zwar Peter Pan von Barry. Und zwar die vollständige Ausgabe. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig, dass es das Original bzw. die vollständige Ausgabe ist und nicht nicht gekürzt oder umgeschrieben, neu erzählt. Klar ist es hier die Übersetzung, aber ja, Hauptsache nicht gekürzt. Da freue ich mich auch drauf, weil ich kenne im Grunde nur die Disney-Version und manche Adaptionen, aber so richtig den Ursprung kenne ich nicht. Und ich habe letztens mal den Disney-Film von Peter Pan nochmal gesehen, und ich fand da Peter Pan so, also die Figur Peter Pan so unsympathisch und egoistisch, und das ist mir als Kind gar nicht so aufgefallen. Mal gucken, wie das hier ist. Und nachdem ich dieses Buch gelesen habe, möchte ich unbedingt von Brom den Kinderdieb lesen, weil das basiert ja auf dieser Geschichte hier, auf Peter Pan, und ist nur so ja sehr düster umgesetzt. Aber ich möchte auf jeden Fall das Original vorher gelesen haben, um zu wissen, was Brom sich da anders ausgedacht hat und worauf so die ganzen Anspielungen anspielen. Ja, es hört nicht auf mit den Klassikern. Und zwar habe ich dieses Buch kürzlich erst entdeckt, und zwar bei der lieben Tanja von Berlin Books. Und als ich das gesehen habe, ich musste das. Ich muss es einfach haben und habe es dann sofort auf meine Wunschliste gepackt, kurz vor meinem Geburtstag, und habe es auch gleich von einer weiteren Freundin, von der lieben Lena, geschenkt bekommen. Und zwar Charles Dickens, alle Weihnachtserzählungen. Ich habe seine bekannteste Weihnachtserzählung, der Weihnachtsabend. Ist es jetzt der Weihnachtsabend? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist das hier gar nicht drin? Ah doch, A Christmas Carol. Naja, wie dem auch sei. Ich habe das nur als Reklamausgabe und wollte das immer als schönere Ausgabe haben. Und hier, ich weiß nicht, vielleicht werde ich es mir nochmal als Bilderbuch holen, aber hier sind halt alle seine Weihnachtserzählungen drin. Ich wusste gar nicht, dass er so viele Weihnachtserzählungen hat. Und ich finde, ja, ich muss es sagen, das Cover so unglaublich schön, und das macht so viel Atmosphäre. Ja, dieser Kamin und die Kerze, das macht total Charles Dickens Feeling, und ich freue mich darauf. Das wird auf jeden Fall im Dezember dieses Jahr gelesen. Immer mal eine Kurzgeschichte zwischendurch, und da freue ich mich schon so drauf. Und ich hoffe, dass es so richtig Weihnachtsfeeling denn aufkommt und diese ja, Charles Dickens Atmosphäre einfach. Ach so, das ist im Aufbau Verlag erschienen, falls ihr da mal nachgucken möchtet. So, jetzt ist erstmal Schluss mit Klassikern, und aber es geht weiter mit Märchen. Dieses Buch habe ich bereits gelesen, und zwar ist das Die 13. Fee entzaubert. Das ist der zweite Teil der Trilogie.
Ja, viel zu sagen muss ich eigentlich nicht oder beziehungsweise kann ich nicht, weil das ja auch der zweite Teil ist. Hier geht es um eine Märchenadaption beziehungsweise mehrere Märchen, die in dieser Geschichte neu erzählt, neu interpretiert werden, sehr, sehr düster gehalten. Und unsere Protagonistin ist hier nicht die Gute, sondern die böse Königin. Gefällt mir sehr, sehr gut und ich lese auch zurzeit den dritten Band, den ihr auch gleich sehen werdet, der jetzt im November bei mir eingezogen ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es hier endet. Ja, auf jeden Fall ein Highlight 2016 bisher. Und das Buch habe ich von der lieben Jenny geschenkt bekommen. Jetzt, wo ich angefangen habe, alle Namen zu nennen, muss ich das ja auch durchziehen. So, das waren jetzt meine Geburtstagsneuzugänge. Jetzt möchte ich euch, ja, wo ich jetzt gerade dabei bin, kann ich euch ja den dritten Teil der 13. Fee-Reihe auch zeigen. Und zwar ist das Entschlafen. Das sieht hier schon so ein bisschen zerstörter und ja, apokalyptischer aus mit dem schwarz und rot flammenden. Ich bin sehr, sehr gespannt wirklich, wie das endet. Ich habe jetzt heute gerade angefangen, die ersten 20 Seiten gelesen. Ich lese das zusammen mit der Tanja von Berlin Books und sie hatte auch gerade 1 und 2 gelesen und deswegen passte das sehr gut. Wir lesen jetzt jeden Tag ungefähr 60 Seiten. Dann geht das schnell um. Dieser Band hat aber mehr Seiten als die anderen. Die anderen hatten so um die 200 Seiten und das hat jetzt immerhin schon 300 Seiten. Ja, hübsche Bücher, toller Inhalt. Ich bin wirklich gespannt, wie es endet. Ihr werdet in einer Reihenrezension hören, wie mir das Ganze gefallen hat oder halt im Lesemonat. So, jetzt kommen wir zu Büchern oder einem Buch, was ich mir gekauft habe. Und zwar war das ein ganz spontaner Kauf. Das war ein Buch, was ich auf meiner Wunschliste hatte und ich auf dem Weg zur Uni und auf dem Weg von der Uni nach Hause gehe ich immer an so einem Bücherflohmarkt vorbei. Da sind halt Stellen, die jeden Tag immer die Bücher auf und haben halt da gebrauchte Bücher liegen. Und ja, nicht nur Fachbücher, sondern auch Romane. Ich versuche da mal relativ schnell mit Scheuklappen dran vorbeizugehen, aber man guckt ja doch immer. Und normalerweise bin ich auch nicht jemand, der dann so irgendwie schnell was kauft, sondern ich denke da schon drüber nach. Diesmal habe ich aber das Buch gesehen, was auf meiner Wunschliste war und was ich auch mit jemandem zusammen lesen wollte in nächster Zeit irgendwann. Und zwar ist das Die Reise zwischen Nacht und Morgen von Rafik Shami. In dieser tollen Ausgabe, halblein gebunden und sieht noch wirklich top aus. Also, was das genau gekostet hat, kann ich euch nicht sagen, steht nicht drauf. Aber ich habe dafür 6 € gezahlt und das finde ich für ein so gut erhaltenes Buch, was gebunden ist, wirklich gut. Obwohl ich normalerweise wirklich ein Pfennigfuchser bin und 6 € mir für gebrauchte Bücher eigentlich auch, also da zu teuer ist, auch wenn das jetzt komisch klingt. Ich habe sogar ein bisschen gehandelt, was überhaupt nicht mein Ding ist, aber ich habe ja Trödeltrupp geguckt. Hier, Trödel, heißen die Trödeltrupp? Hier, die Sendung da auf Vox oder RTL 2 oder so. Oder auf Kabel 1. Naja, wurscht. Auf jeden Fall habe ich 1 € immerhin runtergehandelt. Ich hätte vielleicht sogar noch niedriger anfangen können. Dann hätte ich es vielleicht sogar noch auf 5,50 € oder so geschafft. Ja, aber trotzdem, ich wollte das nämlich mit Steffi von dem Kanal Steffis Leseleben zusammenlesen. Sie hatte bereits ein Rafik Shami-Buch gelesen und ihr hat das gut gefallen. Und dieses geht hier auch, wenn ich das richtig, ja, um einen Zirkus. Und ich bin ja totaler Zirkusfan und Zirkusbücher sammle ich und freue mich über dieses Thema. Und er schreibt ja noch sehr orientalische Bücher. Und das spielt hier auch, ja genau, ein altersschwacher Zirkus reist von Deutschland in den Orient. Und das klingt toll. Ich habe von ihm bereits was gelesen. Was habe ich? Eine Handvoller Sterne. Das war mal in der Schule. Das habe ich auch mal nochmal gelesen, weil mich das dann auch wieder interessiert hatte. Aber ich glaube, das war nicht so märchenhaft orientalisch. Und ich bin sehr gespannt und finde es auch wieder sehr, sehr hübsch, das Buch, und freue mich, ein weiteres Zirkusbuch gefunden zu haben. So, womit mache ich denn mal weiter? Ja, und zwar für die Uni musste ich mir nämlich auch was zulegen.
Das Semester hat jetzt im Oktober begonnen und deswegen musste ich halt wieder ein paar Bücher zulegen. Und zwar bin ich in einem Kirsten Boje Seminar. Kirsten Boje ist eine Hamburger Autorin, die wirklich sehr bekannt ist, hauptsächlich durch Rittertränk, Seeräuber Moses, Die Kinder aus dem Möwenmerk, Skogland und noch einige, sie hat ziemlich viele Bücher geschrieben. Fantasy, aber auch problemorientiert und hier King Kong, das Meerschweinchen, also Erstlesereien hat sie auch ganz viel geschrieben. Naja, und in diesem Seminar, was ich jetzt belegt habe, geht es halt um die Entwicklung von der Kinder- und Jugendliteratur von den 1970er Jahren bis heute. Und da besprechen wir halt, wie sich ja, Kinderliteratur gewandelt hat, was Kinderliteratur früher machen sollte mit den Kindern und was sie jetzt machen soll. Und anhand von Beispielen vergleichen wir das immer mit Kirsten Bojes Werken. Und da haben wir halt mittlerweile schon ein bisschen was gelesen. Ja, ich habe überlegt, vielleicht mache ich dazu auch ein Video, weil ich das Thema wirklich interessant finde. Und wenn das Seminar beendet ist, mal gucken, was ich denn von den ganzen Werken halte. Leider geht es hier in diesem Seminar nur um diese problemorientierte Literatur, jedenfalls hauptsächlich, und nicht um ihre Fantasy-Literatur. Das wurde so ein bisschen ausgeklammert. Aber gut. So, zunächst habe ich mir angeschafft ein mittelschönes Leben. Ja, von Kirsten Boje, ein Kinderbuch über Obdachlosigkeit. Das ist wirklich nur so ein kleines Heftchen. Das ist gesponsert und in Auftrag gegeben von Hinz und Kunst, die halt Obdachlose unterstützen und die dann halt Obdachlose anstellen, dass sie dieses Magazin Hinz und Kunst halt verkaufen können. Ja, und das habe ich bereits gelesen. Es ist eine eher... Ja, es ist eher eine sachliche Geschichte, um Kinder zu informieren über Obdachlosigkeit, diese Spirale zu erklären, wie man überhaupt auf die Straße gelangt. Und hier hinten sind noch einige Fragen, die Kinder an Obdachlosen gestellt haben, was ich auch sehr interessant finde. Aber ich habe darüber auch ein bisschen im Lesemonat gesprochen. Dieses Heftchen dann ebenfalls schon gelesen. Es gibt Dinge, die kann man nicht erzählen, auch von Kirsten Boje, und im Oettinger Verlag ist das Ganze erschienen. Das sind Kurzgeschichten, die in Afrika spielen und von Kindern handeln, die halt ihre Eltern verloren haben und jetzt ganz viel Verantwortung für ihre restliche Familie haben, ob das nun ihre Großeltern sind oder ihre Geschwister, um die sie sich nun kümmern muss und jetzt auf einmal von jetzt auf gleich erwachsen sein müssen. Das ist sehr mitnehmend, sehr rührend und auch sehr erschreckend. Die Art und Weise, wie Kirsten Boje das Ganze schreibt, ist sehr interessant, weil sie das Thema direkt nicht nennt. Dieses Buch würde ich nicht irgendwelchen Kindern so in die Hand geben, ohne darüber zu sprechen. So, ich fand das relativ literarisch geschrieben, weil sie halt das Problem nicht benennt, sondern einfach aus Sicht der Kindern nur einen kurzen Einblick in deren Leben gibt und es beschreibt, wie es nun mal ist. Ja, ein wirklich interessantes Thema. Und dann noch ein Büchlein, was ich von Kirsten Boje gekauft habe, aber noch nicht gelesen. Diesmal eine witzigere Thematik. Und zwar ist das Entführung mit Jagdleopard. Da muss ich sagen, da habe ich noch gar nicht gesehen oder geguckt, um was es geht. Das muss ich nächste Woche lesen. Da lese ich euch jetzt einmal den Klappentext vor, weil ja, das hätte ich ja mal vorher machen können. Ich jetzt gar nicht weiß, um was es geht. Etwas Großes vollbringen, das wäre mal was, denkt Jamie Lee. Da kommt ihr das unglückliche Mädchen vor dem Supermarkt wie gerufen. Fee ist von zu Hause weggelaufen, weil sie in ein Abnehmen-Internat soll. Kurz entschlossen nimmt Jamie Lee sie mit zu sich nach Hause. Denn Mama ist gerade im Krankenhaus und Oma mit ihrem neuen Freund in Polen. Sollen Fees fiese Stiefmutter und ihr reicher Vater ruhig glauben, das Mädchen wäre entführt. Doch als Jamie Lee auch noch den obdachlosen Herrn Wildeck und dessen Jagdleopard Kröger Unterschlupf gewährt, gerät das Ganze langsam außer Kontrolle. Absurd, komisch, genial verwickelt und ganz und gar wahrhaftig, der neue Roman der preisgekrönten Kinderbuchautorin Kirsten Boje. Ja, das soll halt so ein bisschen die humoristische Seite von Kirsten Boje zeigen. Und ja, da werden wir halt ein bisschen drüber sprechen, was genau der Humor denn in Kinderbüchern zu suchen hat und was das denn bringt und was die Funktion davon ist.
Ich bin gespannt. Das wird bestimmt lustig werden, aber trotzdem hört sich ja schon so an, als wären da einige Probleme auch wieder versteckt. So, jetzt haben wir noch drei Bücher. Und zwar sind das Leseexemplare. Zunächst Der Winterkaiser von Catherine Addison aus dem Fischer Tor Verlag. Der Fischer Tor Verlag ist ja neu. Dieses Buch habe ich auch schon gelesen mit seinen 540 Seiten. Endlich mal wieder ein Fantasy-Roman. Hier geht es um den Halbelf und Halbkobold Maya, der nach dem Unfall, wo sein Vater, der Kaiser, und seine Brüder ums Leben gekommen ist, nun er auf dem Thron sitzen soll und total unvorbereitet, weil er ist eigentlich der gehasste und verstoßene Sohn. Ja, und jetzt muss er halt Kaiser spielen, Kaiser sein, und er ist gar nicht richtig darauf vorbereitet und er ist sowieso gehasst, weil er halb Kobold ist und sein Vater ihn auch nicht gemocht hat, und ihn schlägt Hass und ganz, ganz viele Intrigen und Verschwörungen und Gegen, und er ist auf der Suche nach dem richtigen Weg und nach Freunden und Verbündeten. Ja, das ist hauptsächlich das Thema und die Handlung dieses Buches. Es ist sicher was sehr, sehr Besonderes. Was genau, werde ich euch denn noch im Lesemonat oder in einer Rezension erzählen. Denn es ist zwar High Fantasy, aber keine klassische Abenteuer-High Fantasy. Da werde ich euch dann noch mehr Einblick geben demnächst. Das Buch habe ich mir angefordert über unsere Buchhandlung, weil wir demnächst einen Fantasy-Science-Fiction-Abend machen werden, wo wir Neuheiten in der Fantasy und Science-Fiction unseren Kunden vorstellen. Und da musste ich natürlich mitmachen, weil ich ja nun mal Fantasy-Leser bin. Und da haben wir halt die Verlagsvorschauen durchgeguckt und uns dann halt Leseexemplare angefordert. Und bei mir war es unter anderem dieses hier. Vorstellen werde ich auch Die 13. Fee und auch Willkommen in Night Vale, was ich ja schon gelesen habe und auch eine Rezension zugedreht habe. Dann habe ich ein Leseexemplar bei uns in der Buchhandlung gesehen, was ich mir mitnehmen musste, weil ich es echt gut angehört habe. Und zwar Im dunklen Wald von Ruth Ware, wie auch immer, aus dem DTV Premium Verlag. Und hier geht es um eine Party, die in einem Haus aus Glas im dunklen Wald gefeiert wird. Und da ja, passiert ein Unfall und passiert einiges. Ach Gott, ich habe schon wieder vergessen. Genau, unsere Protagonistin erwacht nach diesem Partywochenende und sie kann sich nicht mehr so richtig daran erinnern. Und sie weiß aber, irgendwie ist was Grauenvolles passiert und es hat auch einen Toten gegeben. Es ist zwar klischeehaft, diese Jugend- und Teenie-Partys im Wald und in einer Hütte, aber irgendwie spricht mich das an. Und da freue ich mich auch schon drauf, das zu lesen. Und als letztes ein Leseexemplar, ein Rezensionsexemplar, wo ich gefragt wurde, ob ich das vielleicht lesen und rezensieren möchte. Und zwar ist das Winter is Coming, der mittelalterliche, die, oh, sag mal. Winter is Coming, die mittelalterliche Welt von Game of Thrones. Von Caroline Larrington im Theis Verlag. Da wurde ich erst gefragt, ob ich bei so einer Blogger-Aktion mitmachen möchte, und ich hatte zugesagt, aber leider war die Aktion schon voll. Dann hatten sie mich gefragt, ob ich trotzdem ein Rezensionsexemplar möchte. Das kam aber nicht an. Und dann hatten sie mich gefragt, ob ich mittlerweile schon eine Rezension hochgeladen habe. Ich meine, bei mir ist noch gar nichts angekommen. Und dann haben sie es halt nochmal losgeschickt, beziehungsweise haben sie gesehen, dass es zurückgekommen ist, das Paket, und sie haben es nochmal auf den Weg geschickt. Das ist jetzt wieder da. Oder beziehungsweise das ist jetzt eingetroffen. Ich merke, es geht so langsam auf die Grenze zu, wie lange ich reden und blabbern kann. Und hier geht es halt auch so ein bisschen um die historischen Hintergründe und zu dem Universum, was George R. R. Martin geschaffen hat. Ich habe noch nicht reingeguckt, ihr seht, das ist noch eingeschweißt. Das werde ich natürlich jetzt auch demnächst lesen, immer mal wieder zwischendurch, denke ich, damit ich dazu auch bald eine Rezension drehen kann.
Ja, das waren die 15 Bücher, die ich euch vorstellen wollte. Sieben oder sechs davon habe ich bereits gelesen. Deswegen ist das nicht ganz so enorm viel, was jetzt auf meinem Sub wandert. Aber ja, natürlich hat es den Sub wieder ein bisschen höher steigen lassen. Aber Gott, ich freue mich trotzdem über sie. Und jetzt muss ich einmal kurz was trinken. Auch von meinem Tee. Ist schon wieder lauwarm. So. Aber jetzt ist ja auch Schluss. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr alles davon schon gelesen habt und wie ihr es gefunden habt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao!